Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15. Mein Name ist Gardehol. Und letzte Folge habe ich glaube versprochen, dass wir das hier mal automatisieren, damit das nicht mehr so lange dauert. So war, glaube ich, zumindest der Plan. Das heißt, wir müssten hier auch wieder mal drauf gehen. Dann sagen wir wieder, du sollst bitte Feldarbeit machen. Lesen das ein. Suchen die Arbeitsbreite. 12,8 Meter ist korrekt. Feldnummer 25. Wo ist es denn? Ah, ist offenbar nicht richtig gespeichert. Gut, das heißt, man könnte theoretisch noch das Feld hier selber einfahren. Das werde ich mir aber jetzt nicht zeigen. Da machen wir es eben wieder selber. Vorher schauen wir mal kurz, dass die anderen Maschinen noch wieder richtig am Arbeiten sind. Hier, da hatten wir ja oben jetzt mal auf den... Genau, hier hatten wir auf den automatischen, normalen Helfer gesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser war. Ich würde schon fast eher sagen, nein. So. Da sind wir auch schon fast fertig mit dem Ansehen hier. Bin ja mal gespannt, wie ihr euch denn entscheidet. Ich hatte ja so ein bisschen gefragt, wollt ihr, dass wir dann da noch ein zweites Maisfeld zunehmen oder sollen wir das wirklich ein bisschen herkömmlicher machen, damit das nicht so ganz gecheatet ist? Hat keinen Einfluss drauf, wann wir mit dieser Map aufhören, denn geplant sind zunächst mal 100 Folgen hier und dann zu wechseln. Genauso wie im anderen Let's Play auch 100 Folgen geplant sind, dann zu wechseln. Einfach, damit es für euch abwechslungsreicher bleibt. Ne? Dann habt ihr auf der einen Map dann wieder die großen Maschinen, auf der anderen fangen wir wieder klein an. So ist immer für jeden was dabei und hier bekommt ihr die bestmögliche Unterhaltung. Ich hau dann auch nicht 35.000 Formate raus, sondern einfach nur zwei klar definierte und dann halt ab und zu mal Folgen vom Multiplayer. Ausgewählte Sachen von Twitch, also ich kann euch da nur empfehlen, bei Twitch dabei zu sein. Ich weiß, die Termine sind mal für den einen gut, mal für den anderen. Das ist halt so, ist ja auch beim normalen Fernsehen so. Mal kann man halt die Sendung gucken, mal muss man sich aufzeichnen. Und das mache ich ja für euch, ihr könnt im Twitch die auch nachsehen, die Sendung, die sind ja alle im Archiv. Und da geht ja sozusagen, da wird ja nichts schlecht, da geht ja nichts verloren, ne? So ist es ja nicht. So. Dann haben wir den Trecker gleich wieder übrig für andere Dinge. Das hier läuft. Oh, was ist da denn los? Das sieht aber komisch aus. Da war ja ein komischer Bogen. Habt ihr das gesehen? Warum das wohl so war? Keine Ahnung. So, der ist auch fertig. Erstmal aufräumen hier, bevor wir da oben Grummet weitermachen. Ja, und bei dem würde ich auch in der Tat sagen, hier, das lassen wir jetzt so. Gut, da müssen wir jetzt noch düngen. Und wir müssen so Sachen wie diese Maschinen dann vom Kurs wieder zurück zum, oder vom Feld zurück zum Hof zu fahren. Solche Sachen müssen wir auch mal irgendwann machen. Aber das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Und ja, was ich ja noch probieren wollte, die von euch vorgeschlagenen Holzwirtschaftsmods. So, wie weit sind wir denn hier? Oh, das ist mal ein ganzes Stück. Also das werden wir in Zukunft in der Tat mit zwei Dreschern bearbeiten müssen. Und wie das dann funktioniert, das zeige ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Staffel. Nee, nicht zusammenklappen. Nicht zusammenklappen. Nein, nicht zusammenklappen. Nein, du sollst funktionieren. Du sollst runter. Genau so. Das zeige ich in der nächsten Staffel. Da geht es halt darum, dass man halt... Ja, das wäre dann wahrscheinlich das Ziel für die nächste Staffel, wenn wir das große Feld... Wenn wir dazu kommen, das große Feld zu ernten in der nächsten Staffel, dann würde zum Beispiel man das so einstellen, dass man ungefähr guckt, wo ist die Mitte und dann den einen Drescher von der einen Seite fährt und den anderen von der anderen. Es geht, glaube ich, auch Stafetten zu bauen, aber da bin ich mir gerade wirklich nicht ganz sicher, wie das genau funktioniert. Das würde wahrscheinlich funktionieren, wenn man dann die doppelte Arbeitsbreite nimmt, die das Gerät in Wirklichkeit hat und dann von einer Seite anfahren lässt. Oder man lässt einen Drescher in der einen Seite starten, einen auf der anderen und lässt sie sich mitten auf dem Feld treffen. Das wäre wahrscheinlich die Variante, die ich machen würde. Ich weiß nicht. Mal gucken. Aber ich glaube, die Idee mit dem Stafettefahren im Sinne von doppelte Maschinenbreite nehmen und dann hat die eine Maschine halt den einen Kurs, die andere den anderen Kurs, die funktioniert nicht wegen des Abtankens. Da muss vielleicht mal eine warten, weil sie nicht abgetankt wird und so. Ich glaube, das ist nicht gut. Mal schauen. Das ginge vielleicht übrigens, das fällt mir gerade ein, das ginge vielleicht in der Tat wirklich mit Autocombine. Weil Autocombine erkennt ja, dass jetzt vorher da was langgefahren ist.
sucht dann wieder den nächsten Einstiegspunkt und fährt dann da lang. Vielleicht geht das. Ich werde mich mal mit dem Crossplay-Entwickler in Verbindung setzen und mal fragen, wie man das am besten macht. So. Ja, Heu machen war die Devise, weil wir haben dafür jetzt hier extra einen schönen neuen Trecker gekauft, obwohl wir eigentlich den anderen Trecker dafür hatten. Der steht jetzt wiederum rum. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Tja. Zwei Trecker haben wir zum Abfahren. Auch da habt ihr mir vorgeschlagen, den Big X mit Bunker wieder zu nehmen. Das habe ich euch ja damals mal gezeigt im LS13, wie das funktioniert. Da hat man halt immer so 50.000 Bunkerkapazität und dann fährt man den halt ab, den Bunker, wie als wenn das ein Drescher wäre. Wie als wenn. Mein Gott, was für ein Deutsch. Wie als wenn das ein Deutscher wäre, ne? Genau. Und, ja. Das wäre dann da die nächste Überlegung. Und was ich gerade überlege, ist, ob wir wirklich diesen Tageswechsel noch machen sollten oder ob, wenn jetzt die Sämaschine fertig ist, nicht einfach schon die Felder wieder ersehen sollte, die wir eben noch geerntet haben. Warum nicht? Warum nicht? Was spricht dagegen? Wir werden dann immer noch mal wieder Phasen haben, wo wir darauf warten müssen, dass was reif wird, aber... Da hätte ich es gerne im Wechsel, ne? Weil man hat immer dann eine Sämaschine und Erntemaschine im Einsatz. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder was ihr da bevorzugen würdet. Ich habe mir übrigens gerade zwischen den Folgen, ihr seht es vielleicht eine Uhrzeit, also die ganz cleveren gucken ja wahrscheinlich immer, wie spät es gerade bei mir hier in Echtzeit ist. Das sieht man da oben unter der Uhrzeit. Neuen Kaffee gemacht, den muss ich mal schnabulieren. Übrigens eine Frage, die auch wieder immer wieder auftaucht, ist, Gardrul, kannst du mal deine Mods verlinken? Weiß nicht. Also es gibt ja unsere Wiki, ne? In der Wiki steht alles drin, was ihr wissen wollt. Welche Minecraft-Mods, Shaders, bla bla bla, das wird alles immer aktualisiert. Und wenn ihr es, und wenn ihr die nutzt, dann denkt auch dran, ihr könnt selber ja an der Mod mit, in der Wiki mitarbeiten und anderen Leuten auch helfen, was was ist und da eine schöne Ressource schaffen für alle Dinge, die hier im Kanal passieren. Und ich finde es echt toll, dass es da ein Team gibt, was sich darum kümmert. Das machen die alle freiwillig und das, da muss ich auch mal sagen, großes Dankeschön an alle, die sich da engagiert haben. Damals fing es an mit Cedric und dann das Team, was dann darum entstanden ist. Jetzt das neue Team. Das ist einfach cool und zu wissen, dass es Menschen gibt, die ihre Freizeit für jemand anderes opfern, das ist nicht selbstverständlich und das finde ich ja, sehr, sehr freundlich, löblich, nett, lieb, wie auch immer. Ja. Toll. So. Dann haben wir das auch. Aber es ist auch praktisch jetzt, dass das eine Feld etwas länger dauert, weil so haben wir mal Zeit, uns mal wieder in aller Ruhe um die anderen Sachen zu kümmern. Ihr habt euch das gewünscht, das ist jetzt wäre auch nicht jedermanns Geschmack, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht jedem seinen Wunsch erfüllen. Früher oder später kommt jeder wieder auf seine Kosten, egal was er sehen will. Und das ist halt auch das Schöne hier, dass wir das so ein bisschen zusammenhalten. So, ich würde auch sagen, dass wir die Heuproduktionsmaschine, wollte ich gerade sagen, dass wir alle so ein bisschen zusammenfahren, das suche ich die beim nächsten Mal wieder. Dann suche ich wieder hinterher und weiß wieder nicht, wo sie sind, ne? Toll. Deswegen fahren wir die jetzt mal hier hin. Das brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir den Schwader. Und ihr habt auch schon gesehen an der Textur, ich wollte das ja ein bisschen erklären, also ihr habt gesehen an der Textur, da wird aus der grünen Grastextur wird eine, ja, wie nennt sich dieser Farbton? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Künstler. Ich hatte sogar meinen Kunst eine 6. Wirklich wahr. Aber nur für eine Stunde, weil das war so, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein Kunstlehrer war Lehrer für Kunst und Philosophie. Da werden jetzt wahrscheinlich schon die ersten hinten rüber gekippt sein, ja, ich auch. Und das bedeutet mit anderen Worten, er hat dann irgendwie seine Kunst gemacht und das dann ständig hinterfragt. Der ist später dann Professor Doktor gewesen an einer Uni und war halt im Wesentlichen auch immer schon was Besseres als jeder andere Mensch. Und das sind dann so eine Typen, die dann halt den Unterricht darauf basieren, reinzukommen, ins Klassenzimmer, zum Pult zu laufen, eine Tüte Müll auf selbiges zu entleeren, ja. Wirklich so passiert. Also wirklich eine Tüte Müll. Dosen, allen möglichen Kram, ja. Auf das Pult auszukippen. Und dann auf die Idee zu kommen, mich zu fragen, welche Botschaft dahinter steckt. Und ehrlich, wie ich nun mal auch zu euch immer bin, sagte ich dann damals, ja, das ist halt ein Haufen Müll auf dem Pult. Und ich bin nicht in der Lage, mir einen abstrakten Scheiß aus dem Arsch zu ziehen.
Das waren jetzt nicht meine genauen Worte, aber mir da irgendwelchen Schwachsinn auszudenken, den man da rein interpretieren kann in einen Haufen Müll, der da liegt. Daraufhin habe ich eine 6 kassiert, weil ich meine Meinung gesagt hatte zu dem Schwachsinn, dass mir jemand da Müll hinkippt und dass ich so tun soll, als sei das ein Kunstwerk mit einer Botschaft. Und da kam natürlich dann die Einserschüler. Ja, das sagt einfach mal aus, eine Provokation. Und bla, bla bla bla, bla bla. Ja, und das ist halt unfassbar. Also, ja, und da habe ich halt eine schöne 6 bekommen. Auch ansonsten war nach diesem Zwischenfall das Verhältnis zu diesem Lehrer, sagen wir mal, verbindlich. Ja, aber schon früher konnte ich mich einfach nicht verbiegen. Ja? Ich habe das ja von 1, 2, 3 Folgen mal angesprochen. Bezüglich der Let's Plays und bezahlter Let's Plays und so. Ich kann das nicht. Das ist, nee. So, kleine Anekdote aus meiner Jugend. Sehr schön. Was ich gucken wollte, ist, haben wir Kurse, um die Felder jetzt mit der Pantera automatisch zu düngen? Feld 15 Dünger. Genau. Das ist das große Feld. Nee, ist das große Feld? Bin ich jetzt doof? Feld 15 ist das andere. Ja, da haben wir noch nichts gemacht. Das müssen wir jetzt noch nicht. Ansonsten habt ihr auch gewünscht, dass ich nicht alles mit Cosplay mache, deswegen könnten wir... Das hätte ich ja, glaube ich, angedeutet, das einmal selber machen. Jetzt wollen wir aber erstmal hier das Heu einfahren und damit die Kühe wieder glücklich sind, damit sie auch die Milch nochmal verkaufen. Da haben mich auch einige gefragt übrigens, warum setzt du das Milchschild dahin und das kann man doch wirklich automatisiert lassen und so. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den mag ich halt. Ich mag das, zu sehen, wie viel Milch haben wir jetzt produziert und wie viel... bringt uns das und wie schnell geht das, und das geht halt nicht, wenn es automatisch verkauft wird, weil, und das ist wieder eine Sache, die ich zum Spiel ankreide, das ist eine Designschwäche, dieses Spiel zeigt das nicht an. Es gibt keine Funktion, die mir anzeigt, keine Statistikfunktion, die mir anzeigt, du hast das und das da und damit verdient. Was ist das überhaupt dann? Ne? Und das ist, ja, weil es das nicht hat, wollte ich halt, dass ich das selber sehe und selber im Auge behalten kann. So wie ich jetzt zum Beispiel, da weiß ich, muss die Milch verkaufen fahren. Geht aber nicht, weil der eine Truck unterwegs ist. Der ist gerade da am Abtanken. Und naja, solange die Kühe noch glücklich sind und Mischration haben, ist alles gut. Wir werden auch den Kuhbestand vielleicht nochmal, den könnten wir eigentlich mal eben erhöhen, fällt mir gerade ein. Weil wir jetzt auch wirklich dediziert hier dafür wirtschaften. Ah, das war zu weit. Schlacker, Schlacker. In der nächsten Staffel geht es dann wieder weiter mit BGA befüllen, dann mit dem Maisfeld, was wir gerade oben sehen. Der New Holland, der fährt auch noch. Also da gucke ich immer mit einem Auge hin, ne, bei dem großen Schneidwerk. Diese Riesenmaschine soll nicht stehen bleiben, das ist ja ein Verlustgeschäft, das geht ja nicht. Aber der ist immer noch fleißig. Und wir hatten, im Multiplayer hatten wir ja getestet, wie das ist mit den Schwart, wenn man die kombiniert. Und wir haben gesehen, wenn der Six das ganze Feld zu einem Schwart macht, skaliert das nicht mehr. Das heißt, man sollte schon möglichst originalgetreu die Schwart anlegen, weil ansonsten geht offenbar wirklich was verloren. Das werden wir jetzt mal testen. Dieses Feld ist nicht ganz so groß wie das, was Six abgeerntet hat im Multiplayer. Aber wir werden das da mal aufladen und gucken, wie voll wird der Wagen davon. Denn bei Six ist noch nicht mal ein Wagen davon ganz voll geworden, wenn ich hier den Sinn, nachdem das ganze Feld dann bearbeitet hatte. Und das ist für mich eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass es halt nicht bis ins Endliche in eine Schwade skaliert. Also auch da wieder mal ein kleiner Versuch hier, was zu lernen nochmal. Aus den teilweise recht wirren Spielmechaniken. Was, falls ihr euch gerade wundert hier, was ich hier gerade mache, auch so wegen dem, wo ich langfahre, das würde man in der Realität in der Tat ähnlich machen, ne, mit dem Schwart. Dass man immer mal so ein bisschen anfährt, guckt, dass man nicht so enge Kurven macht, damit der Trecker nicht so in den engen Kurven, damit die Riesenmaschine rumfahren muss. Ja, werden jetzt vielleicht auch nicht sagen, du hast jetzt irgendwie 5 Folgen dann nur die Wiesen gemacht. Ja, aber es gehört doch dazu. Es gehört doch einfach dazu. Muss ich auch mal machen. Also machen wir das. So, noch einmal, dann haben wir es ja auch hier geschafft. Dann würde ich das mal aufladen wollen. Mal gucken, wo wir da landen. Dabei haben wir, wie gesagt, immer noch da im Auge, wie weit die anderen Sachen sind. Der
MAN, ich glaube, den könnten wir ruhig ein bisschen eher abfahren lassen. Ne? Der könnte eigentlich schon bei 90% abfahren, weil irgendwie eine Füllung, das bleibt immer so ein bisschen zurück, dass es sich fast nicht lohnt zu warten und der Drescher hängt dann und wartet darauf, dass der zurückkommt. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann man ja ruhig mit den Zahlen so ein bisschen jonglieren. Ich glaube nicht, dass er jetzt am Rückweg ist, ehrlich gesagt. So, wir haben also hier jetzt Folgendes gemacht. Wir haben das Feld gemäht, wir haben es gezettet, wir haben es geschwadet. Jetzt können wir das den Tieren zum Fraß vorwerfen. Dazu brauchen wir den fantastischen neuen Ladewagen, den wir dann direkt mal einfahren werden. Und jetzt haben wir gleich den Salat. Jetzt fängt es an zu regnen. Und dann geht gar nichts mehr. So. Dann müssen wir die Felder noch düngen. Das machen wir auch. Und dann haben wir da unten ja noch ein Feld. Da haben wir Gras. Nee, das haben wir auch gezettelt, ne? Mhm. Und das müssen wir eigentlich erst machen. Das geht ja schnell. Das geht fix. Und ja, dann werden wir das die Kühe verfüttern. Wir werden die Milch verkaufen. Und ja, also noch jede Menge zu tun hier in dieser Staffel. Und all das, während das eine Feld geerntet wird. Guck mal, das ist halb fertig, ne? Und das wird alles automatisch gemacht. Ginge natürlich auch mit dem Helfer, da habt ihr recht. Das ging natürlich auch. So, hier unten steht noch dieser eine Trecker rum, der ist auch ein bisschen verloren irgendwie, ne? Ja. Gut, also wie gesagt, ich verstehe natürlich jetzt wieder, einige werden sagen, naja, bei der Forstwirtschaft haben einige gesagt, ja, jetzt hast du irgendwie die ganze Folge mit einem Baum hoch gemacht, ist nichts Baum gekommen. Wir haben hier immerhin zwei Felder komplett bearbeitet, wir haben nebenbei die ganzen anderen Sachen in Trab gehalten und koordiniert und das wird natürlich jetzt wieder mehr in den nächsten Folgen. Also, wir haben da nicht mehr die, dann haben wir mehr Felder, wir müssen dann immer hinter den Maschinen herlaufen. Da oben, da kommt er. Er hat tatsächlich abgeladen. Cool. Seht ihr? Da kommt der angefangen. Ach, ich mag das. Ich stelle euch das mal ohne Crossplay vor, das leuchtet. Das geht doch gar nicht mehr. Das kann man doch gar nicht mehr ohne Crossplay spielen. Und trotzdem versucht Giants immer noch, Crossplay kaputt zu machen. Unfassbar. Sollten dankbar sein. Sollten dankbar sein, dass es Leute gibt, die das Spiel am Leben halten. Naja, ich bin dankbar, wenn ihr in den Sendeplan schaut unter tv.gardahol.de. Da findet ihr raus, was für fantastische andere Sendungen es noch in meinem Kanal gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und Tschüssikowski und lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Empfehlt die Videos weiter, würde ich mich sehr freuen. Und ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Denkt dran, auch ab und zu gucken, was bei Twitch abgeht, denn da gibt's auch ab und zu mal LS15 Livestreams. Natürlich nicht immer. Ganz klar stehen auch andere Spiele im Vordergrund, weil das ist ja kein LS15-Kanal hier, ne? Sondern ein Unterhaltungskanal. Also, mach's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis bald.